Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Rogue Legacy, dem Fail-Adventure des, das Fail-Let's Play von dem Punkt, mir nämlich. Gucken wir mal, wir haben ja endlich mal ein Shinobi, aber dafür habe ich da oben was Interessanteres gesehen. Baldness, IBS, kennen wir schon alles. Vertigo, welcome to Bossville. Das heißt also, wir gehen die ganze Zeit an der Decke. Okay, das will ich unbedingt mal sehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das klingt nach Spaß. Naja, eher nach Tod, aber auch nach Spaß. kein Geld. Wow. What the fuck? Meine Güte. Oh Gott. Oh mein Gott. Spiegel. Das ist nicht gespiegelt, aber... Oh. Oh mein Gott. Oben und unten ist vertauscht. Gott, das wird mich so töten. Das wird mich so töten. Sowas von töten. Haben wir 284 oder 482 Gold? 284 müssten wir haben, oder? Habe ich irgendwas, was so 400er Bereich ist? Wenn ich auch egal. Ich versuche so durchzukommen. Alter, das ist ja mal richtig strange zu spielen. Wie geil. Ja, da kann ich mich gerade echt drüber abfeiern. Alter, da müsste man ja fast seinen Kopf. Müsste man sich auf den Kopf stellen, um hier auch gut spielen zu können, ey. Wow. Alter, wenn ich jetzt hier wirklich... Oh Gott, das geht nicht, das geht nicht. Ich muss, um nach unten zu schlagen, nach oben. Oh Gott. Ah! Schnell raus hier aus dem Raum, der mich so gut wie getötet hat. Oh. Okay, ich werde diesen Special, sagen, nennen wir ihn mal, glaube ich, nicht noch einmal verwenden. Aber es ist immer, ja. Doch, es ist schon ganz lustig, aber... Oh, ein Lich, yeah. Feet of the dead, start weak, but gain permanent life for every kill extremely intelligent. Ja, wie schon gesagt, kriegt für jeden Kill Leben und ist extrem intelligent. Und Endomorph. Oh, Gegner können mich nicht zurückschlagen. Ja, kennen wir ja auch schon nur zu gut. Für 138 kann er mir auch nichts leisten und wir haben ein ganz bleiches Gesicht, als wären wir der Tod persönlich. Naja, gut, wir sind ein Lich, im Prinzip sind wir tot. Aber hey... Wenn wir es jetzt mit dem Licht schaffen, ne? 51 Leben, ich darf mich keine zweimal treffen lassen. Sonst bin ich gleich Insta-Death. Komm her! Plus 4 Max Health. Critical. Oh! Ja, zum Glück da noch ein Hähnchen. Hähnchen! Die beste Ernährung für jeden Krieger. Hähnchen, gebraten, Grunner, crispy. Yeah. Total männlich. Naja, endlich wäre es, wenn jetzt überall Schweinehälften rumliegen würden und sowas. Ja, Hähnchen ist ja eher was für Abnehmer, für kalorienarme Ernährung. Ah, muss ich runter, runter. Ja, so, gefunden. Kein Secret bleibt vor mir verschont. Es sei denn, ich sterbe in dem Spiel mal wieder. Nein. Einfach nein. Nicht schon so gut wie viele andere. Oh, diese verdammten Defense-Systeme, oder wie die heißen. Stirb! Guardbox, ja. Sicherheitssystem, oder? Oh, ich hätte stehen bleiben müssen. Trifft mich doch eh nicht. Ha. Zack. Das ist nämlich mal leichte Lebensfarm, wenn wir wirklich nur diese Sterndinger zerstören müssen. Ich bin ja kein Endlich. Oh Gott. Erstmal muss ich das Ding kaputt hauen und dann muss ich... ein Sprung hätte gereicht. Ich wollte eigentlich dashen, aber ich habe mir gedacht so, nee, dann springst du bestimmt in dieses Vieh rein und ich springe trotzdem rein. Aus reinem Protest wahrscheinlich. Oh. Geht weg. Lasst mich. Stirb. Du auch. Das akzeptiere ich nicht. Dieser Frevel.
Das heißt jetzt alles normale Bilder? Keine Doomwaves oder wie die heißen? Ah, da ist noch ein Zombie, ey. Ah, ich bin da nicht drauf stehen geblieben. Ja, den Zauber könnte ich auch gleich mal zeigen, wenn ich so lange überlebe. Ja, wenn, wie gesagt, wenn. Was ich gerade ziemlich bezweifle. Voll. Ha! Beinahe! Beinahe hättest du mich dran gekriegt. Dungeon. Dungeon Master. Wer auch immer dieser mysteriöse Typ ist, der dieses Schloss hier konstruiert hat und diesen Fluch, so nennen wir es mal. Oh, ein Random-Teleport. Nein. Ist mir noch ein bisschen zu risky. Nein. Ich brauch das Gold. Komm, rutsch zu mir runter. Zack. Und wie lauter Flamelocks wieder. Und sie schießen im Kreuzfeuer auf mich. Ah. Ich brauche mehr Leben. More health. Please. Ich glaube, es geht ein Maximum 600 Leben oder so. 666 wahrscheinlich. Das wäre geil. Das sieht so aus, als wäre die perfekte Stelle für einen Zombie. Zombie. Mann, ich will nicht mehr Zombie sagen. Das klingt sonst immer so falsch. What? Das Auge muss weg. Der Typ auch. So. Aber immerhin leben wir schon ziemlich lange. Stirb. Oh Gott, ich brauche 3 Schläge, um einen Typen zu töten. Das ist nicht gut. Also langsam steigert sich wieder unsere Health-Anzeige. Da geht's in den Wald, da wollen wir natürlich nicht hin. Noch nicht. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so weit schaffe, jemals bis in den Wald zu kommen. Ich zweifle gerade so ein bisschen an mir selbst. Ich habe immer keine große... Ich habe zwar die Demo viel gespielt, aber da war irgendwie alles ein bisschen anders, als das Gefühl. Bisschen leichter. Hier geht's schon in den Turm rein. Wahrscheinlich ist der Boss genau wieder im letzten Raum des ganzen Schlosses. Und wir finden diesen Raum erst ganz zum Schluss. Natürlich müssen wir vorerst den Wald und den Turm und das Dungeon gemacht haben, um den Boss zu finden. Ah. Oh. Nebulas, geht weg. Lasst mich einfach in Ruhe. Komm, habe ich noch einen anderen Raum? Da unten links. Da gehen wir jetzt hin. Nein. Okay, ich versuche lieber da oben, anstatt dass ich jetzt bei so einer blöden Tourette sterbe. Weil das ist bei mir auch nicht gerade selten, dass ich einfach so gerne in diese Tourettes reinlaufe. Stirb! Ah! Ha! Moment, wir kriegen gar kein Leben ab mehr. Von wegen 600 Leben. Wir kriegen maximal 143. Was ist das denn für ein Beschiss? Hey, ich will mein Geld zurück. Das gibt's doch nicht. Ich habe dafür teuer bezahlt. Das ist nicht die gebrachte Leistung. Ich verklage sie. Oh. Das ist ein böses Bild. Ha! Ich wusste es. Das ist ein böser Magier. Ha! Ich wusste es. Ach man, mir macht das Spiel Spaß. Auch wenn ich an meinem Skill schon ziemlich doll zweifle. Aber, naja. Da unten können wir hin, dann können wir hier... Ach, hier waren wir auch noch nicht. Nein! Das war sozusagen ein kleiner Miniboss. Den... Bis ich den schaffe, dauert das noch ein bisschen. Springen. Oh. Ah, so langsam kommt der Skill zurück. Mir werden jetzt zwar tausende von Gegnern vorgesetzt, aber ich schlage mich wacker. Oh nein. Nein. Dieser Ritter ist so gemein. Der haut so viel Schaden raus. Aber dafür ist er gestorben schon. Ha. Also schon allein diese Grey Knights, die machen ja schon gut 60 Schaden, 50 Schaden mit einem Schlag. Und diese Dinger, Gott, ich weiß gar nicht genau, wie viel die machen. Jedenfalls ein ganz Arsch voll Schaden. Boah. Ach nee, das war ja der Raum. Ach nee. So ist es also. Wollten die mich wirklich wieder in eine Falle locken? Ich traue mir so manche Räume ehrlich gesagt noch überhaupt nicht zu. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und ihr akzeptiert meine Logik in diesem Spiel. Dass ich mich überall durchdasche. Und durch mein Licht lauter Leben gaine. Aber trotzdem immer wieder schaffe es zu sterben.
Gott, dieses Schloss ist ja diesmal riesig. Ja, nimm dies. Wenn es viele sind, schaffe ich es. Wenn es wenige sind, sterbe ich. Das ist eine sehr interessante Statistik. Ha, da liegt noch Gold. Und da hätte ich noch Tische kaputt machen können. Ha, mein Gold. Alles meins. Alles meins. Zombies. Ja, ich wusste es. Perfekter Ort für Zombies. Nicht für Zombies. Habt ihr es gemerkt? Ich hab's gesagt. Zombies. Ha. Komm raus aus deinem Versteck. Tod, Mann. Ah. Nein. Warum hat er sich nicht bewegt? Ah, 2 HP. Dann kriegen wir meinen pro Kill. Wir verlieren zwar 20 pro Treffer. Raben, greift sie an, meine Gefolgsleute. Oh Gott, das kostet verdammt viel Mana. Das kostet 40 Mana. Und dafür fliegen sie auch nur blöd im Kreis rum. Boah, Mistviecher. Drecks. Raben. Kein böses Bild. Gut. Und was erwartet mich hier unten? Noch mehr Zombies? Ja. Ha. Das Spiel ist so durchschaubar. Hier runter, hier runter und Zombie. Nein? Hat wahrscheinlich schon mal eine meiner Krähen kaputt gehauen. Gute Krähe. Ach, da wird ja auch die Mana-Anzeige. Da wird ja gezeigt, wie viel Mana die Dinger brauchen. Das hatte ich natürlich. Das wusste ich natürlich. Das habe ich. Ach komm schon. Natürlich gesehen. Das Spiel mobbt mich einfach nur, wo es kann. Sobald es merkt, haha, jetzt passt er nicht auf. Schmeißt es mir so eine. So ein Stachelding rein, ey. Och nö, ich muss ernsthaft da unten lang? Wo die ganzen Magier waren? Ernsthaft? Da will ich nicht hin, da sterbe ich doch nur. Na gut, ich opfere mich wieder für euch. Und dann kann ich da rechts eine Abkürzung nehmen? Ne, ich muss hier durchgehen. Ich bin jetzt einen kleinen Umweg gegangen, aber hey, wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Schön wär's. So. Warum bin ich hier eigentlich noch nicht runtergegangen? Ah ja, ich erinnere mich. Ha, es müssen nur genug Magier im Raum sein und ich krieg nicht so viel Schaden, wie wenn ich gegen einen Einzelnen kämpfe. Ist das nicht ein Phänomen? Hitbox fail. Wir stehen mit dem Bock, mit dem Bock, genau. Mit dem Kopf voll in der Stachelkugel drin und wir kriegen keinen Schaden. Oh nein, wir müssen wirklich da unten rein. Oh, und ich bin bald 38 Leben. Das schaffe ich doch nicht. Ja, zeig mir, wie dein Kampfgesicht aussieht. Ah, 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 verdammt. Hey, das ist nicht fair. Und dieser Raum hier wird der, genau, der Bossraum sein. Wie ich es gesagt habe, der letzte Raum, den wir erkunden, wird der Bossraum sein. Mit ganzen 2 Leben, oh, 16 Leben. Von 143. Ja. Und hier ist natürlich der Port. Leute, den schaffen wir nicht. Könnt ihr aber kurz ins Dungeon hier reingucken. Ein bisschen was kaputt hauen, ein bisschen. Nee. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als zu sterben. Ruhe in Frieden, wie auch immer dieser Held hier hieß. Kidir wird uns töten. Mit nur einem Treffer. Festwins Lein, ja. Lady Antoinette, die Dritte. Oh, guck mal, wie viele Gegner. Neuer Rekord. Ich werde doch allmählich immer besser. Und bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Let's Play Rogue Legacy mit mir der Punkt und Let's Fail durch das Castle. Bis dahin. Tschüss.